Wachstumsschmerz. Hey Gott! Hallo. Ich falle auseinander. Kannst du mich wieder zusammensetzen? Ich würde lieber nicht. Warum nicht? Weil du kein Puzzle bist. Was ist mit all den Teilen meines Lebens, die zerfallen? Lass sie eine Weile da liegen. Sie sind aus einem bestimmten Grund abgefallen. Nimm dir etwas Zeit und entscheide, ob du eines dieser Teile zurückbenötigst. Du verstehst nicht. Ich breche zusammen. Nein, du verstehst nicht. Du durchbrichst. Was du fühlst, sind nur Wachstumsschmerzen. Du verlierst die Dinge und die Menschen in deinem Leben, die dich zurückhalten. Du zerbrichst nicht. Alles fällt an seinen Platz. Entspanne. Atme ein paar Mal tief durch und lasse zu, dass die Dinge, die du nicht mehr brauchst, von dir abfallen. Hör auf, dich an den Teilen festzuhalten, die nicht mehr zu dir passen. Lass sie abfallen. Lass sie gehen. Was bleibt von mir, wenn ich damit anfange? Nur die allerbesten Stücke von dir. Ich habe Angst, mich zu ändern. Ich sage dir immer wieder, du veränderst dich nicht. Du wirst. Wer werde ich? Du wirst zu dem ich dich geschaffen habe. Ein Mensch des Lichts und der Liebe, der Nächstenliebe, der Hoffnung, des Mutes und der Freude. Auch ein Mensch der Barmherzigkeit und der Gnade und des Mitgefühls. Ich habe dich für mehr geschaffen als für die oberflächlichen Dinge, mit denen du dich schmücken willst, an denen du dich mit solcher Gier und Angst festklammerst. Lass diese Dinge von dir abfallen. Ich liebe dich. Ändere dich nicht. Werde. Werde zu dem ich dich geschaffen habe. Das erzähle ich dir so lange, bis du dich daran erinnerst. Da geht noch ein Stück weg. Ja, kümmere dich nicht darum. Also bin ich nicht kaputt? Natürlich nicht. Aber du zerbrichst, wie die Nacht durch die Morgendämmerung. Es ist ein neuer Tag. Werde.